Das Röcheln in Zeiten der Wirtschaftskrise ist branchenweit zu hören. Die Trierer Hafengesellschaft aber trotzt dem Negativtrend. Nach dem Umschlagrekord im letzten Jahr peilen die Logistiker des Trierer Hafens in diesem Jahr wieder ein Fabelergebnis an. Die Zeichen dafür stehen indes gut, denn das erste Halbjahr setzt den positiven Trend von 2008 fort. Einen neuen Umschlagrekord erwartet man zwar nicht, aber die Millionengrenze möchte die Hafengesellschaft dennoch wieder knacken. Dank des stabil niedrigen Ölpreises laufen die Geschäfte gut an den Kais des Trierer Hafens, dem einzigen deutschen Moselhafen. Rund 1,7 Millionen Tonnen Güter wurden auf der Logistikdrehscheibe der Region im Jahr 2008 umgeschlagen. Volker Klassen, Prokurist der Trierer Hafengesellschaft MBH, darf sich Hoffnungen auf ein weiteres gutes Jahr machen. Die Entwicklung des Hafens Trier. Also wir sind aktuell mit der Entwicklung recht zufrieden. Wir haben, wenn man es beginnt im Juli 2008, den Heizöl- und Dieselumschlag deutlich steigern können. Dieses zurückzuführen auf den deutlich gefallenen Rohölpreis, der von $150 pro Barrel auf jetzt im Schnitt $60 bis $65 gefallen ist. Auch der doch recht stramme Winter hat uns hier zusätzliche Umschläge im ersten Halbjahr 2009 gebracht, sodass wir aktuell zum 30.06. rund 585.000 Tonnen wasserseitig umgeschlagen haben. Bei derart guten Zahlen bleibt auch mal Zeit, sich treiben zu lassen.